Mein Arsch ist verkrampft. Ah! Das ist so eine fiese Landesfläche. Ich hasse alles daran. Guten Tag. Erste Challenge des Tages. An die Wand springen. Ich habe das gerade gepreppt und es sollte klar gehen. Und dann wäre es cool, so gegen die Wand und dann irgendwas Cooles machen, so zurück. Michael, seine Hand ist richtig mies verletzt noch, deswegen kann er nicht so viel machen. Aber ja, versucht es zwischendurch trotzdem. Oh, hier sind so viele Scherben, ey. Alter, das ist schon gruselig. Aber irgendwie ist das super gruselig für mich. Aber liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich sowas sonst nicht mache. Ich muss hier nochmal preppen. Oh, ich sehe schon wieder so viele Scherben, ne? Ich kann nicht mal richtig sagen, warum mich das jetzt so gestresst hat. Aber gut. So, und jetzt nochmal einen schön und dann bin ich auch zufrieden. Alter, ist das widerlich. Ja! Genau so wollte ich das machen. Neuer Spot. Beziehungsweise ist immer noch derselbe Spot. Nur ein paar Meter weiter. Guck dir das an. Was soll das? Muss das sein? Das sah richtig scheiße aus. Alter, mit dem T-Shirt geht das nicht. Boah, das gezogen. Das tat richtig weh in der Schulter. Ich zieh mal meinen Pulli an. Der ist zwar auch nicht so dick, aber besser als nichts, glaube ich. Das wäre, glaube ich, gewesen. Ja. Auf der Seite ist die Kante nicht so breit wie auf der Seite. Deswegen sollte das gehen. Meine Schulter tut weh. Oh, war das schlecht, ey. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst gekriegt, habe mich schräg gedreht, bin dann richtig dumm darunter. Es tat einfach nur weh in der Schulter. Das war überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Voilà. Schön. Kurze Pause unten gehabt. Aber ist nicht schlimm. Ja, ich hab vergessen zu filmen. Ich war so von dieser Oma abgelenkt, die geguckt hat, dass ich nicht drauf geachtet habe, dass ich dich in der Mitte habe. Also, dass die Oma beobachtet ist und konnte mich deswegen nicht weiterfilmen. Oh, schnell geguckt. Ich kann noch nie arbeiten. Nice! I like. Alter, die Wespen! Oh! Jedes Mal, wenn ich hier was gemacht habe, sind auf einmal überall irgendwelche Wespen gespawnt. Die finden das hier nicht so gut, dass wir trainieren. Keine Ahnung, wie ich jetzt gerade gefailt habe. Das macht ja doch gar keinen Sinn. Ach ey, ärgerlich. Meine Schulter tut einfach jetzt schon weh. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, aber geht ja jetzt auch irgendwie nicht, dass ich jetzt einfach gehe, ohne das geschafft zu haben. Der war gut, aber meine Schulter tut so weh. Ich hätte es auch nicht noch mal machen können. Oh, ja, der klingt richtig, der Spotwechsel. Ich habe da unten zwar eine kurze Pause gehabt, aber das finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Ah. Ah. Zieht jetzt doch mehr als ich dachte in meinem Fuß. Also wird nichts Schlimmes sein, ne? Aber ich wäre komplett unnötig.
Es hat halt auch gestern die ganze Zeit geregnet. Und hier drunter ist halt alles nass. Das heißt, im Endeffekt sind die Schuhe auch die ganze Zeit nass. Oh, mein Arsch tut so weh jetzt. Geil. Was machst du denn? Mein Arsch ist verkrampft. Ah, ich will das nicht nochmal machen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich würde gerne mal meine Schulter sehen. Ich dachte, ich sehe was in dem Bildschirm, tue ich aber nicht. Aber ich habe gehört, sieht scheiße aus. So, mittlerweile haben wir einen neuen Tag. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Jetzt habe ich auch nicht viel Zeit, weil ich gleich arbeiten muss. Aber ich möchte auf jeden Fall ein bisschen was machen. Jetzt muss ich erstmal Mario und Guido finden. Die sind irgendwo hier. Mario! Das hat schon mal nicht geklappt. Ah, der, ja, der war schön. Ah, okay. Da kann ja einer hier und einer hier. Ja, easy. Ja. Ja. Easy. Nice. Schönes Ding. First try. Ich würde das gerne rufen. Ich mache einen hier und einen zweiten hier. So, also rechts. Da ist er doch. Sehr schön. Aber von der Entfernung sehe ich den eigentlich locker bei dir. Ja, locker bei dir. Ah. Hast du was safe? Den sehe ich so bei dir. Von der Power auf jeden Fall. Wenn Guido sagt, er sieht den, dann passt das schon. Ja, easy. Sogar zu weit. Ja. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber ich habe da gerade nicht so den Blick für. Ich glaube, weil ich einfach jetzt zu lange nicht Standing Freeze of Limit gemacht habe. Okay. So langsam komme ich der Sache schon näher. Erstmal Stativ bauen jetzt. Easy. Ja. Ich hab aber so diesen Teller von dem Mülleimer meine Rippen gesehen. Von hier einfach gegen die Wand hieten. Ja. Dann runter und dann hier runter. Oder auf die Mauer stellen, so hoch du kannst. Nee, das will ich nicht machen. Das will ich nicht. Und nicht in dem Loch da landen, sehe ich gerade. Was da? Nee, da. Mehrere Löcher. Oh ja, sexy. Oh. So müssen sich diese Models fühlen bei diesem ganz unangenehmen Fotografen. Ich glaube, die größte Challenge ist, nach dem Landen in der Matsche nicht auszurutschen für die Cat. Versuch, wenn du zurückspringst, machst du ja so eine Vierteldrehung, dass du so landest, ne? Dann versuchst du mit einem Fußball in einem Loch zu landen, dann kannst du dich abholen. Ich glaube, das wäre der erste Flip auf Stein für mich seit
5 Jahren? Ja. Ach was. Krass. Ist so lustig, mein Kopf ist so wie, ja, kommt schon irgendwie rum, mein Körper. So, auf keinen Fall. Ja, geil. Aber links war Hacke auf jeden Fall. Ja, hat man gehört, aber... Links war richtig so auf der Hacke und dann aufgesetzt. Ja gut, ein paar Monate kein Training und so und dann wieder reinkommen ist halt auch ja anstrengend, ne? Das krankste halt eigentlich. Jawohl, ja, Alter. Digga, das sah richtig wild aus. Das wenn du so dir auf der Hälfte dir überlegt hast, dass du doch lieber in den Zeit ja, gehst. Das ist aber so, das habe ich früher auch schon immer gemacht. Und diese Hockstellung am Ende einfach, weil ja du keine Power hast, den abzufangen, ist so geil. Ich komme halt nicht weiter rum. Das ist halt so Maximum, sich so. Dann das ist so hoch. Wie krass, Alter. Ich muss mich halt auf die Höhe verlassen, um die Zeit dazu. Sicherheitshalber 4 Meter in die Höhe springen, auf jeden Fall. Geil. So, heute am Dino-Park in Dortmund. Ich hatte ein bisschen Magenprobleme, ich habe einen Haufen gemacht. Boah, war das schlecht. Ja. Los, räum auf. Machst du jetzt ein Foto von deinem Haufen? Ja. Von da abspringen, hier so dran, der Turn, zurück. Aber den muss ich mir, glaube ich, kurz ein bisschen erarbeiten. Ich glaube, ich muss erst einmal den Schwinger machen. Boah, das ist irgendwie weit weg. Okay, nützt doch alles nichts. Ja, first try. Mega geil. Jawohl. Also wenn das jetzt keinen Grip gibt, dann weiß ich auch nicht. Ist aber erstmal nass für ein paar Minuten, aber danach müsste sie kleben. Brauchen wir noch irgendwo Grip? Ja, kannst du deinen ganzen Energy Drink einfach am ganzen Park einmal verteilen? Ja, das wäre ganz cool. Hinkippen, nur auf den Stangen und so. Ja, ja, überall einfach. Ich weiß nicht, ob es noch nicht ganz getrocknet ist, aber. Aber ah, hier ist wieder gut. Also ich, vielleicht müssen wir einfach noch 2 Minuten warten. Ey, es ist so am Stinken. Ja, ist übel, ne? Ich glaube, ich habe auch die Energie wieder für den Schwinger. Das ist so. Lass uns einen kleineren Schwinger haben. So Ganzkörper beanspruchend. Was ist denn mit dem noch da, auf den Stein? Ist der nicht kleiner? Also ist leicht schräg, aber vielleicht geht der trotzdem besser. Ich glaube, der geht, ist fast genauso. Ist von der Entfernung her minimal näher, aber schräger dafür. Aber ein bisschen fehlerfreundlicher, glaube ich. Stell die Cam hier hin, dann filmen wir nämlich auch deinen Haufen. Richtig nah aus. Ich hab was für einen Energy Drink umgeworfen. Also der ist halt auch nah, der ist nur komisch, weil er halt so um die Ecke muss. Den musst du, also du ziehst halt nicht durch. Ja, ja. Sehr schön. Hast du den gerade geschafft? Ja. Hast du ihn gestickt? Ja. Ich habe dich leider nicht gefilmt. Eigentlich müsste ich gleich auch noch was an dem Dino da hinten machen. Das ist so das Coolste hier am Park. Also nicht, weil der Spot cool ist, sondern weil der Dino cool ist. Mein Dino-Ding ist auch cool. Also das ist zwar stabil, aber als Landefläche sind diese Teile ja super fies, finde ich. Warum? Ja, einfach wegen der Optik schon. Ja, das sieht halt so aus, als würde ich mich hier komplett zerlegen, wenn ich hier drauf springe. Super unangenehm, so im Ganzen. Alles daran ist unangenehm. Hier stehen ist unangenehm. Alles unangenehm. Alles unangenehm. Aber da kann man ein bisschen sich nach vorne schummeln, das ist gut. Aber ich mache auch hier diesen Schummelstep. Ja, der Schummelstep ist gut. Darfst du nicht wegrutschen. Die Absprungposition ist halt auch... Anders will. Ja. Auch von hier ist nochmal andere Optik. Alter. Vielleicht mache ich sofort den Balken, dann muss ich den nicht öfter machen. Also skippen. Ich skip einfach den Trap, damit ich nicht öfter springen muss. Das ist so eine fiese Landefläche. Ich hasse alles da dran. Aber andersrum, so jetzt von der Entfernung her und so, ist das halt auch eigentlich ein Witz. Ja.
3, 2, 1. Jawohl. Boah, war das stressig. Boah, Klaus. Komm, hol ihn dir jetzt. Nein! Alter! Ich dachte echt, das wäre jetzt gewesen. Boah, war das gruselig, so kurz zu springen. Hier kommen die ganze Zeit irgendwelche Züge vorbei, die irgendwie Krach machen. Finde ich persönlich jetzt nicht so cool. Jetzt zeig dir mal, wie das dick geht. Ja! Schönes Ding. Der ganze Oberkörper so abgefallen. Das ist, du musst halt am Anfang mal overshooten, dann musst du einmal zu kurz in Bounce und dann weißt du die Entfernung. Nee, den skipp ich. Jawohl! Geil! So! Krass gestompt. Geil. Also BAM! Weiner. Perfektes Timing, kommt schon wieder in der nächste Zug. ZU. Warte mal, du hast ja was. Cool. Ich hab überlebt. Ey. Gar nicht gruselig oder so. Nee. Ich habe jetzt so eine kleine Schwinger-Challenge gefunden. Aber da weiß ich gar nicht, ob die für mich überhaupt machbar ist. Und ich merke gerade meinen Bauchmuskelkater so krass, dass ich gar nicht weiß, ob ich den überhaupt ansatzweise jetzt schaffe. Ah ja. Dann in den und dann natürlich. Das ist ja wild. Stinken. 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 Einfach krass stinken dabei. Das war gar nicht so schlecht. Oh, knapp. Mein Bauch tut einfach zu weh. Oh, ich habe jetzt gerade Krämpfe des Todes. Aber Mario möchte gerne noch irgendwo eine Katze machen. Das heißt, ich werde ihn jetzt bei dieser Mission unterstützen. Aber ich weiß nicht, ob ich selber noch was mache. Ach, ich habe vergessen, ich wollte was am Dino machen. Genau. Boah, jetzt muss ich meine Bauchkrämpfe ignorieren, damit ich was am Dino machen kann. Ich versuche einfach irgendwas Entspanntes zu machen, wo ich wenig Schmerzen habe. Mach doch eine Katze über unsere tolle Landefläche. Können wir nochmal von nah angucken, wie toll die ist. Ja, die war super, ne? Ach, schön nach vorne gebogen hier, mega. Ist das? Mega gut. Spin-Flip. Das ist der Weitwinkel. Mach den Stand hier aus. So, wir sind fertig. Uns tut alles weh. Tschüss. Ich habe einfach diesen Puppenkopf bei Dodo in den Rucksack getan. Das heißt, wenn er den Rucksack aufmacht, guckt ihn diese Puppe an. Ey, die Augen sind das Schlimmste, ne? Die hat mich einfach so angeguckt aus meinem Rucksack.